Vegetarier und Veganer müssen natürlich beim Grillen nicht hungern. Auch wenn das Thema Fleisch stark besetzt ist, halt, ne, es gibt super Alternativen, die man halt auf den Grill hauen kann, unabhängig von irgendwelchen Tofu-Würstchen und irgendwelchen anderen Cerealien. Man kann halt super schön Tomate mit frischen Kräutern, mit Edamame, mit Schafskäse füllen im Heugegart. Man hat quasi ein Raucharoma halt, was sondergleichen ist, das riecht halt richtig, das sieht entsprechend toll aus. Man kann es als Hauptgang servieren, als Beilage. Man kann Kartoffeln füllen mit unterschiedlichsten Möglichkeiten halt. Man sticht das einfach aus mit einem Apfelausstecher, füllt das dann mit einer Paprikabutter, mit oder ohne Knoblauch, wenn man will, mit Käse, mit einem kleinen Ratatouille. Man kann dann halt mit oder ohne Alufolie halt nehmen, auch wenn Alufolie halt nur bedingt zu empfehlen ist, wenn man das ab und zu mal verwendet, ist oder keiner von gestorben. Aber es ist eine super Alternative halt, wenn man halt aufs Fleisch verzichten möchte und dann hat ein schönes Salätchen dabei, das ist alles super.